Hallihallo, meine Lieben, da bin ich wieder. Heute habe ich ein neues Video für euch und ja, ich habe die liebe Debbie von Debbie's World hat mir geschrieben und gefragt, ob ich mit ihr ein Tauschpaket machen würde und ich habe ja sofort ja gesagt, weil ich liebe solche Überraschungen. Ist ja wie Weihnachten, ne? Und ja, wir haben so den Thema Frühling und wir haben ausgemacht 20 Euro. Beauty, Deko und Snacks haben wir ausgemacht. Und ich wünsche euch, achso, ich werde ihren Kanal oben bei den i verlinken und unten in der Infobox. Schaut mal rein. Ich mag sie sehr und ich schaue ihr Videos sehr gerne. Sie macht immer so Putzvideos und DIYs auch. Und ich schaue sie total gerne. Schaut mal bei ihr vorbei und lässt Grüße von mir da. Und ja. Ich schnack nicht lange und ich sage, wir machen jetzt weiter mit dem Tauschpaket von Debbie. Viel Spaß dabei! Ist Gold wert. Oh nein, du hast das so schön eingepackt. So schön bin ich, so begabt bin ich nicht beim Auspacken. Oh Mann, so schön habe ich das nicht eingepackt für dich. Ich hoffe, es bist mir nicht böse. Für Vera hat sie selbst gebastelt. Natürlich, weil sie bastelt sehr gerne. Ich mache sie, macht gerne DIYs. Oh, schön. Ich habe heute ein bisschen ein knalliges Lippenstift drauf. Und ja, meine Fingernägel auch rot lackiert, passend. Und ja, oh, ich liebe die Karte. So schön hast du das gemacht, mein lieber Debbie. Schaut mal hier. Sogar drinnen mit Herzchen. Ich schließe das mal vor. Ich hoffe, es ist okay. Lieber Vera, in diesem Paket ist ein bisschen von allem, was von allem. Ich hoffe, die Sachen, die ich ausgesucht habe, gefallen dir. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Auspacken. Ganz liebe Grüße, Debbie vom Kanal Debbie's World. Oh, schön hast du das gemacht. Vielen Dank. Die ist sehr schön. Ja, die Karte ist sehr schön. Oh, ich bin gespannt, was ich alles. Ich freue mich so. Oh, ich habe jetzt ich kann nicht mehr reden. Ich habe schlechtes Gewissen, weil ich das nicht so schön eingepackt habe wie du. Schaut mal, so schön. Schön hat sie das eingepackt. Schaut mal. Oh, Debbie. Ja, heute habe ich mein Haar ein bisschen Natur gelassen. Das ist so wellig. Habe ich immer. Ja. Und viel Spaß jetzt. So. Da steht hier, sie ist Gold wert. Und hier überall diese Diamanten, diese Glitzerstein. Oh, bist ja süß. Schaut mal. Oh, ich bin so aufgeregt. Oh nein. Peel-off Gold Mask. Fünfmal. Für normale Haut. Ja, sehr schön. Ich glaube, die ist von Action. Hatte ich einen in einem Gewinnspiel schon eine gehabt, aber habe ich noch nicht ausprobiert. Ja, da sind die gleichen. Fünf Stück drin. Dankeschön. Werde ich gerne ausprobieren von Action. Blendet ein bisschen, weil ich mit meinen Softbox filme. Aber ich hoffe, es ist nicht schlimm für euch. Schön, ich packe das hier zur Seite. Was mache ich als nächstes? Damit sie sanft und geschmeidig bleiben. Ist das so vielleicht eine Creme für die Hände? Ja, Handcreme, glaube ich. Ja. Die wollte ich mir letztens kaufen. Pure and Soft von Balea. Handcreme. Wow, alles in Gold. Ja, du machst gerne Gold, ne? Ich auch. Ja, die Handcreme. So, was machen wir da? Puh, ist der schwer. Das ist eine Kerze für gemütliche Momente. Ja, das ist eine Kerze, glaube ich. Ja, glaube ich. Nicht so leicht aufzumachen. Ja, eine Kerze. Ja.
sorry, dass ich das alles zerreiße, aber wow, sieht ja edel aus. Schaut mal. Sieht ja edel aus. Boah, riecht der lecker. Boah. Riecht sehr gut. Dankeschön. Riecht sehr gut, Debbie. Man. Beauty. Ich meine. Nicht Beauty. Wir machen weiter. Natürlich schön. Das ist so eine Palette, glaube ich. Eine Lidschattenpalette, oder? Glaub schon. Mal schauen, was drin ist. Du hast das so schön eingepackt, Debbie. Echt schön. Mit dieser Washi-Tape noch oben drauf. Und die Steine sind sehr schön hier. Und das Papier auch. Wunderschön. Ja. Schön. So eine Catrice. So ein Catrice. Lidschattenpalette. Und ich habe bei ihr auch, glaube ich, war eine Catrice oder Essence. Ich weiß nicht mehr, aber das war eine Highlighter-Palette. Habe ich hier reingepackt. Sehr schön. Und das blendet so. Ja. Seht ihr was? Glaub schon. Sehr schön, die, sehr schön, die. Das ist eine Nude-Palette. Kann man jeden Tag tragen. Ja. So, was machen wir? Ich habe das noch drin, ne? Die noch. Kleine Auszeit für dich. Ich glaube, eine Maske oder so. Wir schauen mal rein. Gab's die nicht und ich wollte mir die auch schon kaufen, aber gab es bei uns nicht. Limitierte Edition Balea Tuchmaster Calm Coco. Hier der Hauttyp. Sehr schön, danke. Freue ich mich schon drauf, die zu auszuprobieren. Deine Haut wird sich bedanken. Ja, Hautcreme oder Bodylotion. Ich glaube, eine Bodylotion. Limitierte Edition Body Lotion weiße Tonerde mit weißer Tonerde und pflegendem Mandelöl jede Haut. Boah. Das riecht sehr lecker. Ich probiere mal ein bisschen. Ich habe das bei uns noch nicht gesehen bei DM. War auch eine limitierte Edition, aber bei uns habe ich das nicht gesehen, Debbie. Riecht sehr angenehm. Ja, so eine 200 Milliliter vegan Tube. Dann, was haben wir da als nächstes? Ich habe hier noch drei Pakete. Und vielleicht was zum Snacken. Mega lecker. Mega lecker. Freue mich schon. Ich freue mich schon. Oh, die werde ich mir aufheben, die Karte. Sehr schön gemacht. Wir schauen rein und gleich, vielleicht essen wir das auch gleich gemeinsam. Mal schauen. Das riecht erst gut, die Creme. Echt lecker. Nein! Ich liebe Milka Schokolade. Das sind Kekse. Schokoladenkekse. Soft Inside Choco Sensations. Ich liebe die. Die sind sehr lecker. Ja. So, ich habe da noch drei Sachen. Da ist irgendwas verloren gegangen. Mal schauen. Ich glaube, es ist von hier los. Auf eine Frühlingsputz. Mal schauen. Vielleicht. Hm.
Lust auf einen Frühlingsputz. Vielleicht feuchten Tücher. So Tücher zum Putzen, glaube ich. Du denkst ja an alles. Du bist ja ein Putzteufel. Ja, schön. Küchenzauber. Steifen, freie Reinigung, glätte Flächen und für den täglichen Abwasch mit 3D-Struktur. 5 verschiedene Küchenzauber heißen die. Oh, noch nie gesehen bei uns. Irgendwie. An Putzen hast du auch gedacht. Schön. Hätten wir auch mit Putzen was machen können. Ja, Putzen. Ich putze gerne. Naja, gibt es Tage, wo ich gerne putze, aber nicht immer. Und ja, hier von Profissimo. Dankeschön, sowas braucht man auch immer. Und ja, bis jetzt gefällt mir alles richtig gut. Und ich habe hier noch 2 Sachen drin. Flower Power. Weiß nicht. Wir schauen jetzt mal rein. Das Video geht jetzt schon. Ja, schön. So ein Tee. Ein Tee. Von für die liebe Vera. Oh, wie sehr süß. Noch ein Herzchen hier. Hat sie sogar geschrieben, dass für mich ist. Bisher süß. Kappa Natural Fair and Delicious. My favorite. With Flower Power. Wow, das stimmt. Schmeckt bestimmt sehr lecker. Riecht schon mal gut. Mhm. Vorsichtig abziehen. Ja, riecht blumiger irgendwie. Was ist denn da drin an dem Tee? Ich habe meine Brille und so kann ich nichts lesen. Sorry. Aus England. Lieblingsblüten. Ja, von, für. Haha, schön. Von steht hier. Und dann hat sie geschrieben für. Ist ja süß. Und da. Der letzte ist sehr schwer. Schön, das ist leer, mein Paket. Schade, wir machen den letzten Paket auf und ich freue mich schon. Das Design spricht für dich. Oh, was wird das sein? Ist sehr schwer. Zum Essen nicht, aber was? So eine Flusche. Duschschaum oder so? Ja. Nee, eine Handseife von Balea, glaube ich. Oh, schön. Einfache Anwendung von so. Die macht man so. So macht das auf. Sprüht so wie diese. Wie heißen die jetzt? Die teuren, die es gibt. Aber ich habe jetzt den Namen vergessen. Ich würde da mal riechen. Da riecht man da nichts. Oder? Nee, da ist ein extra Deckelchen. Nee, da ist noch ein Deckelchen. Muss ich dann schauen. Verschlusskappe vor Gebrauch entfernen. Okay. Das sieht sehr edel aus und rosa mag ich sowieso. Und ja. Ja, sehr toll. Mit dem Duft von Lilienblüte und Cassis. Ich wollte das mal riechen, aber wie macht man das auf? So. Riecht sehr angenehm, ja. Sehr blumig, so blumig-mäßig. Bei uns gibt es solche Sachen, die jetzt außer der Creme habe ich bei uns noch nichts gesehen von den Sachen. Und die Kerze kenne ich nicht und diese sind die Masken sind von Action. Ja.
mein Lieben. Ja, mein Lieben, das war's dann von meinem Video. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, lieber Debbie, mit dir ein Tauschpaket zu machen. Und die Sachen sind wunderschön. Die Creme, der Bodylotion riecht echt gut. Und ja, ich freue mich so jetzt, die alle auszutesten und meine Kekse zu essen gleich. Und meinen Tee auch. Und ja, an alle anderen, lasst mir gerne Feedback da und ihr könnt mir auch gerne unten kostenlos abonnieren, dann verpasst ihr auch nichts mehr von mir, auch von solchen Videos. Oder ja, Beauty ist nicht so meine Welt. Ich schmink mich zwar gerne, aber so Profi bin ich eben nicht beim Schminken, deshalb mache ich nicht keine Schminkvideos. Und ja, aber Holz, Futholz, Schnäppchenholz, ich bin ein Schnäppchenjägerin und gerne mache ich auch Brotdosen-Videos von meiner Kleine, von meiner Großer, die Beatrice, sie ist jetzt in der 3. Klasse und nächstes Jahr erst kommt die Bruna in die Schule, Kindergarten, muss sie nichts mitnehmen, weil die immer immer da was haben, wir müssen nur am Donnerstags immer was mitnehmen für die ganze Gruppe in der Klasse von den jeweiligen Kindern. Und ja, und ich mache auch Vlogs ab und zu mal und oder Putzroutine, vielleicht mache ich irgendwann mal oder demnächst auch eine Küche ausmisten. Ihr könnt mir hier oben gerne abstimmen, soll ich eine Küchenausmisten-Video machen? Schreibt es mir unten hier bei den i. Stimmt mal ab und ich werde das gerne machen, weil ich muss sowieso hier ausmisten, der Küche, wie ich habe viel da und ich möchte jetzt nicht mehr so viel haben, viel Plastik und so braucht man sowieso nicht immer, ich meine nicht so viel, wie ich habe und ja, ich hoffe dennoch, das Video hat euch gefallen, lasst mir gerne Feedback da oder Daumen nach oben, ich freue mich immer und ja, ich sage, wir sehen uns bald, ab noch eine schöne Woche, ich meine heute ist ja Sonntag. Und ab noch einen wunderschönen Tag und dann eine schöne Woche. Und ja, ich sage tschüss und mach's gut. Tschüss.